bin ja glücklich, dass wir hier gewonnen haben, das ist doch klar. Es ist nicht einfach, ihr habt keine einfache Situation, wir haben keine einfache Situation und man muss die Punkte sammeln, weil man ganz schnell wieder in andere Gewässer reinkommen kann. Und dass es hier nicht einfach ist, das haben wir schon letzte Saison gesehen hier, als wir knapp 1-0 gewonnen haben. Unser Hinspiel haben wir zwar auch gewonnen, aber das war in Anführungsstrichen ein bisschen einfacher als heute. Wir haben, denke ich, auf schwierigen Bedingungen ein ordentliches Fußballspiel gesehen, haben die Tore wieder zum richtigen Zeitpunkt gemacht, obwohl ich immer noch nicht zufrieden war mit der ersten Halbzeit. Dann eben die zweite Halbzeit, obwohl das zweite Tor war natürlich sehr schön rausgespielt, eigentlich alle. Ja, ich bin absolut nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit. Ich wusste, dass Schalke, oder wir wussten, dass er Tempo-Vorteile hat, gerade in der Offensive, wenn man die Außenspieler da sieht, ja, sind sie schon schneller als unsere, muss man ehrlich so sagen. Aber dann musst du halt in anderen Regionen Zweikämpfe führen. Dann musst du in einem Heimspiel gegen eine Amateurmannschaft, musst du viel ekeliger sein, viel ja, dreckiger, sag ich mal. Und das haben wir in der ersten Halbzeit in keiner Phase des Spiels geschafft. Wir haben immer nur reagiert, ja, viel zu spät reagiert. Dann hat Schalke die Qualität, die Tore fallen zu einfach. Aber auch ein Tor gegen Schalke, das nehme ich gerne hin. Aber wenn ich sehe, wie wir da in manchen Zonen heute agiert haben, ja, dann ärgert mich das. Und das ist auch nicht das, was ich fordere. Das ist nicht das, was ich im Training fordere. Das ist nicht das, was ich vor dem Spiel gefordert habe. Wenn ich da manchmal der Lauteste draußen bin, dann kannst du gegen Schalke nicht gewinnen. Das muss man einfach so ehrlich sagen. Die zweite Halbzeit kam Beck gut raus, hatte sogar die Möglichkeit, nochmal von der Grundlinie gleich nach 2 Minuten zum Strafraum zurückzuspielen. Ich glaube, der Spieler ist dann ausgerutscht. Da sieht man dann, dass man nicht hoch konzentriert war. Dann kam die rote Karte und mit der roten Karte haben wir das Spiel ein bisschen eingestellt. Da haben wir nur noch klein und nicht mehr vernünftig Fußball gespielt. Das hat dem Spiel, glaube ich, nicht so gut getan. Das ist immer schwer. Vom Kopf her, wenn man Überzahl hat. Aber da kann man immer erzählen, wie man will, das muss man erst lernen. Deswegen war das auch wichtig, dass wir das dritte Tor gemacht haben, in der Phase, wo wir nicht überlegen waren, ganz klar. Und nach einem Tor, statistisch gesehen, kriegt man sofort ein Gegentor. Und das ist dann auch mit dem Elfmeter passiert. Wie gesagt, ich bin hochzufrieden und ich bin glücklich, dass wir hier das Spiel auch bestreiten konnten. Trocken war es, Sonne hat sogar geschienen. Und wir fahren jetzt nach Hause und ich wünsche euch viel Glück. Ja, kann man schwer was dazu sagen. Danke. Bei all der fußballerischen Qualität, die der Gegner hat, musst du denen es einfach schwieriger machen. Wenn sie es dann gut machen und wir gehen hier als Verlierer vom Platz, habe ich kein Problem damit, aber mit so einer Halbzeit wie die erste, kann ich mich nicht anfreunden und das werde ich den Spielern ganz klar auch noch mitteilen und da werden wir drüber sprechen, weil so haben wir in der Liga keine Chance und auch nichts zu suchen, da muss man ganz ehrlich sein. Was die zweite Halbzeit angeht, habe ich dann gewechselt, hatten wir was vorgenommen mit einer Dreierkette, vielleicht die Schalke ein bisschen mehr beschäftigen zu können. Mit der dummen roten Karte, wenn es eine ist, gucke ich mir auch an, kann er auch für bezahlen. Selten dämlich, wenn du da nachtrittst, wenn das stimmt, das muss ich mir angucken, weil du bestrafst nicht nur in dem Moment sich selber, sondern bestraft die ganze Mannschaft, den ganzen Verein, weil du hast dann in der Liga gegen so eine Mannschaft, die fußballerisch die Qualität hat, wenig Chancen mit 10 Mann noch ein Spiel zu drehen oder auch, und dann wird es einfach schwer und das sind dann die Momente, wo du sagst, dann wusste ich auch, dass es schwer wird für uns noch was zu holen und von daher bin ich heute nach einem guten Auswärtsspiel in Münster habe ich einfach viel mehr erwartet und da bin ich wirklich heute enttäuscht und auch ein bisschen niedergeschlagen, weil mit der ersten Halbzeit habe ich als Trainer heute nicht mitgerechnet.